Ein herzliches Willkommen zur abschließenden Pressekonferenz heute hier im Presseclub der KfW Pinguine. Wir bedanken uns heute bei 4.176 Zuschauer, Endstand 6:3 gegen die Hannover Scorpions. Ganz herzlich begrüßen möchte ich den Trainer der Hannover Scorpions, Ivan Pavlov, und natürlich auch den Trainer der KfW Pinguine, Rick Angolo. Wie immer gehört das Statement, in das zuerst Ivan Pavlov für das Statement wird. Guten Abend zusammen. Ich wollte einfach kurz fassen. KfW war heute besser als Team. Haben verdient gewonnen. Gratuliere Ricardo Borodit. Gutes Spiel und danke. Das war kurz und bündig. Gibt es Fragen an Ivan Pavlov? Das ist nicht der Fall. Wenn er nur hier ist, der von mir ist. Abend zusammen. Gutes Vorcheck im zweiten und dritten Drittel. Die Mannschaft hat ein starkes Spiel heute mit Disziplin. Und glücklich für die Zuschauer. Und just how we played real good as a team. We gave up that power play goal. We're not happy doing that, but it's always tough playing in Hanover. And any team in the DL is tough to play. But I'm happy for the players and happy for the fans. And we have to just try to continue to keep this thing going. There's only one way, and that's hard work. So, wünschen Igor. Glück in Zukunft. Dankeschön. Dankeschön, Ricardo Romo. Gibt es Fragen an Ricardo Romo? Das ist nicht der Fall. Danke jetzt für die Interviewbühne am Sonntag zur Düsseldorfer EG um 16:30 Uhr ist das Spielbeginn. Unser nächstes Spiel hier zu Hause im Königpalast findet dann statt am 18.12. um 19:30 Uhr gegen Thomas Sauer Eisteigers. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Heimfahrt. Alles Gute. Wir sehen uns dann wieder. Dankeschön. Schönen Abend.